Trust gegen Fame. So, jetzt ist richtig. Und wir sehen Fame. Der Ingame-Leader ist insane. Hatte ich gestern doch recht. Und Trust hier von Benzo, den haben wir heute schon gehört. Den hören wir vielleicht nachher nochmal, egal wie es ausgeht. Und ja, ein Knall. Deutscher Clan mit einem Schweizer und einem Österreicher gegen eine sehr bunte Mischung. Wir haben Nailin aus Polen, wir haben Dupree und Halknik aus Tschechien, wir haben Comrade aus Finnland, einen aus Ungarn, der Alpha, oder was ist das? Ist das Rumänien? Ach Gott, ich und Faden. Wow. Aber die Aufstellung stimmt nicht zu 100%, weil Stefan spielt nämlich auch noch mit. Ja, Stefan ist der K-Hand. Ich weiß nicht, warum sie K-Hand reingenommen hat. Na gut. Ach so, okay. Und ich hätte gerne wieder einen Zähler für Schockisch. So, Trust gegen Fame im Finale um die europäische Meisterschaft. Ein deutscher Clan gegen einen bunten Haufen voller fanatisch guter Spieler von Fame. Inklusive dem Best-of des ganzen WGL-Gespanns. Wow. So, go. Kalio Mangel hier als Scout für Trust im T100 in Rot zu sehen, Süden. Das heißt, sie müssen verteidigen. Fame muss angreifen. Und Fame teilt sich diesmal wieder auf. Ah, ein bisschen Taktik bei Fame. Hey, finally. Aber auch Trust hat das kommen sehen und schicken unten 4907 und 2 Objekt 279er in den Canyon. Währenddessen gibt es hier unten schon die erste Auseinandersetzung. Oh, das ist schön. Aber die Arti hat böse gesessen hier bei Trust. Oh, das war nicht schön. Jetzt gehen die Hitpoints runter. Und der Shooter hier unten sieht nicht allzu gut aus für Trust. Die sind in einer sehr schlechten Position, um da nochmal rauszukommen und da was rauszuholen. Ja, wir sehen es hier. Ne? Killer kriegt richtig Hand auf den Deckel. Und auch Fame hat es gesehen, dass da unten was zu holen ist. Ziehen jetzt sämtliche Fahrzeuge zurück. Und da geht's los. Fokusfeuer von Fame hier auf Trust. Der Shootout hier wird sehr wahrscheinlich für Trust ein richtig bitterböses Ende nehmen. Sie werfen jetzt noch alles in die Schlacht, aber ich denke nicht mehr, dass da viel zu holen ist, denn Fame hat hier einfach A, die bessere Position, B, die Kanonen bereits auf die neuen Gegner gerichtet. Sie haben noch nicht mal den einen, aber mit 7 Hitpoints rausgenommen, den Lazzi, weil sie sich bereits schon um die neue Bedrohung hier kümmern. Ja, Hitpoints weit ja. Voraus für Fame. Ja, der Move oben der von den Mediums, der war extrem gut halt. Da haben sie so ein bisschen überrascht. Da kam Trust nicht raus und es hat zu lange gedauert, die anderen restlichen drei Panzer, die jetzt hier zum Schluss noch stehen, die wirklich mit ranzuziehen. Ja, da war die Übermacht halt da, also da haben sie wirklich so schnell zugestochen. Gut gemacht, super Move von Fame. Ja, also sie können es halt auch taktisch, ne? Ja, das war wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Oh, haben sie versucht noch einen Kill rauszuholen, das wird aber nichts mehr. Und ja, der Käfer steht hier oben, kann nicht sonderlich viel machen, kriegt jetzt auch ordentlich auf den Deckel von der Artillerie. Vale steht halt auch echt extrem gut. Aber Schockisch ist tot. Schockisch ist tot. Yay! Ja, die Reaktion von Fame, die war echt extrem schnell. Wie schnell die geschaltet haben, von wegen, dass sie oben rumgezogen haben. Das war echt krass und da konnte Trust nichts entgegensetzen. Die Runde hat 2 Minuten gedauert. Ja, das war nix. Ja, gut. War ein erstes Aufeinandertreffen des deutschen Clans gegen Fame und Fame hat, ja, ihr Standardrepertoire durchgezogen, haben sich diesmal aufgeteilt, unten die bessere Position gehabt, definitiv, um den Shootout überhaupt erstmal anzugehen und dann mit den Mediums, ne, einzusacken und da konnte du allein schon durch Setup her Trust nichts gegen tun, das ging zu schnell. Wir sehen es hier, Trust hat gut ausgeteilt, aber Fame halt durch die Bank weg besser. Ja, aber guck mal, aber es sind die Hälfte des Teams hat keine 1000 Schaden rausgedrückt. Mhm. Das hast du bei Fame halt nicht. Und bei Fame hast du einen mit 0. Camille, der halt gleich am Anfang eine reingekriegt hat, sofort weg war. Aber ansonsten, guck mal, wie viele da wirklich waren. 4 Mann unter 500 Schaden. Ja, da war nichts zu holen. Es liegt aber, glaube ich, auch größtenteils am Setup. Also die 907er, wir sehen es, ne? Die hatten wenig Chancen zu glänzen. Hier, Benzo und Hate, beide mit 325 Schaden. Die sind echt schnell rausgegangen. Wow.
Ja, natürlich. Ich meine, als dann der Push kam von oben, da machst du ja auch nichts. Da wirst du einfach in die Zange genommen, du wirst rausgefokust und dann du kommst ja auch gar nicht mehr zum Schießen. Ne, das kommt ja auch noch mit dazu. Also, das heißt jetzt nicht, dass die Leute als Einzelspieler eine schlechte Leistung gebracht haben. Nein, sondern es war einfach von Fame extrem gut gespielt. Tja, wir werden sehen, 1:0 für Fame ist quasi hier, ja, das war schon fast Hausmap-Spiel. Sie haben den Gegner wirklich sehr schnell gelesen, gut reagiert und Trust einfach in die Zange genommen und zerlegt in alle Bestandteile, die es auch nur ansatzweise gibt. Und das haben sie wirklich mit Bravour geleistet. Das muss man Ja, fairen lassen. wir bedienen uns jetzt einfach mal einer Phrase aus dem Fußball. Wer 1-0 führt, der stets verliert. Also. Echt? Habe ich noch Ja, nie das ist vorher so. gehört. Echt nicht? Na Nein. klar, wer 1-0 führt, der stets verliert. Okay. Gut zu wissen. Mit dem Augenzwinkern, ganz Klarheit, aber. So, das war die erste Runde. Nun schauen wir uns mal an, wie Trust dann einen Angriff angeht gegen ein Fame-Team. Wir haben vorhin gesehen, Fame hat sich da extrem weit zurückgezogen, haben auch wirklich wenig Pushes gemacht, aber es reichte halt aus. Sie haben einfach nur auf ihre Artillerie gesetzt. 5 € ins Phasenschein, Nossi. Ja, aber es ist ja wirklich so. Aber ich bin wirklich mal gespannt, weil ich traue denen das wirklich zu. Also das wird definitiv nicht zu null ausgehen. Also ich gehe mal wirklich von aus, dass es wirklich knapp wird. Weil also das, was man bisher von Trust gesehen hat, Das sieht denke ich man. wirklich, dass sie gegenhalten können. Wollen wir es hoffen? Was ihr gerade nicht seht, in meinem Chat gibt es gerade eine Hula-Welle. Gib mir allein Tee. Tee. Sehr schön. Gefällt mir. So. Runde Nummer 2. Diesmal muss Trust zeigen, was in ihm steckt beim Angriff auf Fame. Und Fame hier mit Badshot sieht man eher selten auf dieser Karte. Und einem Stritzwagen, Doppelartillerie als Verteidiger. Das heißt, eine Kanone schon mal im Spiel weniger, haben aber auch ein TVP. TVP bedeutet meistens Irien, dass er irgendwo in zweiter Reihe steht und einen Push mit vorbereitet. Jetzt kommen halt die analytischen Fähigkeiten von Schwarz ins Spiel. Können Sie den Gegner lesen? Weil TVP bedeutet oftmals, irgendwo wird gepusht. Und auch hier ist das der Fall. Wir sehen hier unten bei Fame einen Push auf die 1-2. Ja, TVP von Irien in der zweiten Reihe. Und Camille, oh, guck dir das an. Er macht den Push auf. Oh, ist das böse. Ja. Trust weiß noch nicht so wirklich, auf was sie sich da einlassen, wurden allerdings gespottet. Und jetzt müssen sie hier wirklich Fokusfeuer zeigen. Alpha kriegt hier schon die erste Ladung ab. Sie können aber alle hochkommen. Und Trust kann den Schritt nicht nach vorne machen. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Denn sämtliche Fame-Spieler haben zwar ein bisschen was abgekriegt, sind aber alle oben im Donut, haben damit die Map-Control für sich erobert. Und Trust muss jetzt hier raus. Sie müssen da weg. Die können da nichts mehr machen. Die wurden von zwei Spielern plus Artillerie aufgehalten. Interessant, weil sie nicht wussten, was dahinter noch steht. Und nun kommt der Counter hier von Trust mit den T95s direkt drauf auf den ganzen Pulk da unten. Und ein weiterer, oh, ein verzögerter Push, ein zweiter Push unten über die 1-2. Und jetzt versuchen sie Fame hier in die Mangel zu nehmen. Und jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Push wirklich gut durchgezogen wird und das Fokusfeuer stimmt. Denn sie haben bereits zwei Kanonen weniger. Drei Kanonen Perfekt weniger. getan. Perfekt getarnter Zweiflankenangriff. Ja, Absolut allerdings, perfekt getimed. ja, Fame lässt sich da natürlich nicht lumpen und hat jetzt wieder hier die Oberhand. 15.000 gegen 14.000 Hitpoints. Auch die Kanonen gehen langsam, aber sicher bei Trust aus. Sie können zwar was rausnehmen, aber es reicht nicht ganz. Jetzt ist Vale raus. Und jetzt ist leichter Koordinationsverlust hier in der Mitte zu sehen. Alle Kanonen drehen sich in alle Richtungen. Sie wissen nicht, welchen sie als nächstes fokussieren müssen. Fehler hat es jetzt erwischt. Fehler muss raus. Das war sehr, sehr gut. Das war wichtig. Und jetzt nochmal der Push hinterher, um nochmal ein bisschen Druck aufzubauen gegen den T95 und den TVP. Der TVP und T95 müssen hier unten raus, damit man hier überhaupt noch eine Chance hat, ins Spiel zu kommen. Mittlerweile haben wir eine Kanone mehr auf Trust-Seite. Von den Hitpoints her steht es gleich. Jetzt müssen sie Kaizu rausnehmen. Das ist jetzt unglaublich wichtig. Kaizu ist raus. Und vielleicht kriegen sie ihr hier noch. Ja, Irien ist auch raus. Oh, das ist sehr, sehr gut. Das heißt, Trust hat wieder eine Möglichkeit, das Spiel zurückzufinden, um hier die restlichen Fail-Verbände zu zerlegen. Aber Failware holt sich hier Lazzi. Aber ja, das war's. Failware ist auch raus. Das sieht gut aus für Trust. Das sieht gut aus. Mit dem letzten verbliebenen Toller Push. Mitteln. Oh Mann. Schockisch steht halt doch da. Schockisch ist der Endboss. So, da kam die Artillerie auf Jostra. Jostra steht halt wieder auf dieser
echt nervige Position, wo er auch Schockisch reinhalten kann, wenn sie den holen wollen. Und wirklich Hitpoints haben sie nicht mehr, um damit zu spielen. Sie müssen jetzt irgendwie auch den Stritzwagen mit einbinden. Der steht jetzt in der Mitte, kann hier eventuell noch auf den T-100 schießen, aber nicht auf Comrade. Und Comrade ist jetzt hier gerade unangreifbar, lustigerweise. So, sie können halt auch nicht wirklich jetzt hier abziehen. Ne? Wenn sie nach Süden abziehen, kann Schockisch drauf schießen. Wenn sie nach Norden abziehen, dann kann der T-95 von Comrade oben abziehen. Oh Mann. Wie kommen sie jetzt hier raus? Der nächste Schritt will wohl überlegt sein, man hat zu viele One-Shots. Man hat zwar noch viele Kanonen, kann diese aber gerade nicht einsetzen. Fame hat noch die Map-Control. Und da sieht man es mal schön, wie schwierig es ist, selbst wenn man die Oberhand hat, von Kanonen her, aus so einer Situation wieder rauszukommen. Sie haben jetzt einen 907 ganz außen rum geschickt, das weiß allerdings auch Fame. Fame hat das gut gelesen, schicken ihnen den T-100 entgegen, Papa Pavian ist jetzt auch offen, hat allerdings nur noch 672 Hitpoints. Oh, braucht allerdings auch nur 2 Schuss für unseren Lukas hier. Lukas muss seine 3 Schuss setzen. Ah, Papa Pavian zieht sich zurück, da kam die Artillerie. Oh, Splash. Damit ist er jetzt One-Shot für Papa Pavian. Da muss jemand mithelfen. Da muss jemand mithelfen. Papa Pavian wird so nicht alleine rausgehen. Falls er nochmal aufgeht, das ist ja auch wieder so ein Ding. Währenddessen zieht das Objekt 279 von Trust wieder zurück. Vielleicht kann er... Oh, Schockisch hat seinen Posten verlassen. Ungespottet. Oh, das ist brillant. Schockisch geht mit seinem Stritzwagen jetzt rum und greift tatsächlich alleine die One-Shots an. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob Fame hier nochmal rauskommt. Sie haben jetzt den Stritzwagen oben auf dem Hügel. Das war ein sehr, sehr guter Zug. Und da kann Jack Käfer, sobald er nicht von der Artillerie weggeholt wird, eventuell was gegen Papa Pavian machen. Aber ansonsten hat er da wenig Möglichkeiten, um zu agieren. Und Schockisch steht jetzt hier unten für den Fall der Fälle. Ne? Sie wissen, da ist immer noch sehr viel drin. Sie haben sich nicht wegbewegt. Und Jack Käfer muss hier echt aufpassen, dass er nicht von der Artillerie zermürbt wird. Papa Pavian hat aber schon einen ordentlichen Treffer kassiert. Nur noch 200 Hitpoints. Leider ging der Schuss von Lukas daneben. Das wäre der Kill gewesen. Und jetzt pusht Fame. Fame pushen mit 2 Leuten. Und können hier allerdings nicht sonderlich viel machen. Und die Artillerie hat aufgepasst. Rummelboxer holt sich Schockisch. Schockisch ist tot. Eine 1 bitte in den Chat. Und das war wichtig. Doppelartillerie nur noch für Fame übrig. Und Trust holt sich hier die erste Runde. 1-1. Wow, was für ein Spiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bisher mein Highlight im kompletten Turnierverlauf. Absolutes ehrlich. Highlight, ja, definitiv. Großartig gespielt hier von Trust. Also es war von beiden unwahrscheinlich stark, aber der Push ganz am Anfang, wo sie in der Zange genommen haben bei E2, der war so genial getimed, das hat genau gepasst. Du konntest richtig auf der Minimap sehen, wie die Schere zuklappt. Allerdings hat Fame sich da ja halt auch, ne? Die haben ja auch den Push nochmal counterpusht. Aber es hat ja nicht gereicht. Es hat eben nicht gereicht, das war es eben. Und da hat man auch mal wirklich mal die Stärke auch gesehen von Trust, was auch wirklich mal, wie gesagt, einen reinen Shootout angeht. Und da müssen sie sich selbst, oder in dieser Situation sehen, jedenfalls, mussten sie sich vor Fame nicht verstecken. Also das war schon ein ganz großes Tennis. Was für ein Hammerspiel. Also ja. Trust, Hut ab, ja, taktisch, wir haben es ja immer wieder gesagt, seid ihr wirklich absolute brillante Meister hier heute. Das hat heute wirklich sehr, sehr gut funktioniert hier 1-1. Und egal, wie es heute ausgeht, ne, dieses Match bleibt in Erinnerung großartig. Und morgen auf YouTube. Ach nee, übermorgen. Bisschen Werbung machen. Ja, also Schockisch ist schon 2-mal gestorben, das gefällt mir. Moore proved. Und ich habe nichts gegen Schockisch, aber er stirbt halt auch immer in der WGL, deswegen ist es ein Running Gag. Ja, Schockisch ist ein Lieber. Trust hier mit verbliebenen 6 Panzern und 3000 Hitpoints oder was das waren. Das war ja nichts. Die waren ja fast alle runtergeschossen. Ja. Aber ne, Rummelboxer hier, der eine Treffer auf Schockisch, ne, der hat's halt rausgerissen. Alter, wow. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Gefällt mir sehr gut. Schockisch hier mit 4000 Schaden. Es reichte nicht. Ja, vor allem, der ist noch voll gewesen, als er da auch noch reingefahren ist. Ne? Mhm. Der ist full AP reingefahren mit 1800. Aber auch wieder gut reagiert, hatte sofort einen 907 hinter sich, ne? Und der Alka war das, der stand direkt hinter ihm, war ein 430. Also schön gemacht. Ja, aber Glück auch natürlich, dass die Arti natürlich durchgeladen hatte, das war natürlich perfekt und dann voll getroffen hat. Das ist aber auch wieder so ein Ding, ne? Das macht Auto Fame, die pushen mit 2 Leuten. das habe ich auch vorher noch nie gesehen. Ja, das ist halt Fame. Also Hut ab, war gut gespielt. War teilweise sogar echt extrem knapp. Aber
Schön gemacht. 1:1 auf der ersten Karte Klippe. Und man muss dazu sagen, Klippe ist ja auch nicht unbedingt die Lieblingsmap von Fame. Da gibt es andere, wie zum Beispiel Himmelsdorf. Und ein Himmelsdorf, Fame gegen Himmelsdorf, das ist so eine, oh Gottes Willen, da hast du zwei Endbosse gegen dir. Nicht nur den Clan, sondern auch die Karte. Weil Fame spielt auf Himmelsdorf wie ein Chopin auf dem Klavier. Das ist krass. Und da bin ich jetzt gespannt, ob Trust dann ein bisschen was gegensetzen kann. Aber 1:1. Also, egal wie, ne, wir haben das heutige Ziel erreicht. Wir haben mindestens einmal gegenhalten können und das gefällt mir. Ich habe gerade mal geguckt. Also gestern haben sie ja schon Himmelsdorf einmal schon gespielt gehabt, einmal. Da haben sie 1:1 gespielt gegen Throw. Genau, das meine ich. Und nee. Ja, Fame hat auf Himmelsdorf schon lange nichts mehr verloren. Wie war das auf der Weltkarte? 90% Winrate auf Himmelsdorf? Ja, es ist halt echt krass. Na, wie gesagt, ne, die großen Karten, die Goldprovinzen sind alle Himmelsdorf, größtenteils. Und deshalb sind Fame da auf ihrer Hausmap. Das ist ihre absolute Hausmap. Und die haben sie sich natürlich auch ausgesucht, ne? Himmelsdorf. Das hier war eben die Karte von Trust. Und genau. Die Karte von Fame ist Himmelsdorf, ist klar. Bans gibt's nicht, sonst hätte Trust sehr wahrscheinlich Himmelsdorf gebannt. Aber gut, Himmelsdorf. Ja, wir haben gesehen, wie Fame auf Himmelsdorf performt. Das ist absoluter Wahnsinn. Mit 3 50s gehen die da rein und die überleben halt auch. Einer davon ist von Stefan gespielt. Und wir wissen, Stefan ist einer der Besten. Und ja, wir sehen, ich muss gucken, wie viele 50s haben sie. C1. Ist das richtig? 51B bei Fame. Ich hoffe gerade mal, dass sie gleich mal umschalten, dass man mal die Panzer wirklich vernünftig sieht. Ja, nee, zwei. Mindestens, nee, Trust hat 2 50s. Tatsächlich nur ein einziger 50B. Nee, 2. Stefan und Feli. Ah, Feli ist auch noch da. Ja, stimmt, Feli. Ah, okay. Mhm. Okay, also Doppel 50B auf beiden Seiten. Das heißt, Fame nimmt den Gegner hier tatsächlich ernst. Die spielen nicht mit 3, das haben wir vorhin gesehen. Die haben den Gegner nicht ernst genommen. Und das heißt, sie spielen hier auch taktisch. Wir sehen hier auch bei Fame keinen Pulk oder irgendwelchen Blödsinn, sondern hier auch wirklich sinnvolle Taktiken. Sie haben unten links 3 Objekte. Ein weiteres kann noch jederzeit hinzukommen, um einen eventuellen Push über die 1-2 schnell frühzeitig zu unterbinden. Währenddessen ist der Hügel natürlich wichtig. Interessant ist, dass Stefan und Feli mit nach oben gehen, während die 50 Bs von Trust zurückbleiben. Die fahren nicht mit hoch. So, Kaizu ist oben. Zusammen mit, wer ist die andere Bad-Chat? Camelita natürlich. Und die stehen oben und warten darauf, auf den Zug von Trust. Und, oh, guck dir das an. Millimeterarbeit auf Lithiummangel. So, und kommt jetzt der Push von Trust. Ich bin mir nicht sicher, ob der Push hier sinnvoll ist. Das ist jetzt arschgefährlich, was die hier machen. Denn hier steht echt viel von Fame. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Panzer bei Fame. Und trotzdem geht Trust da rein. Ja, parallel kommt gleich der Push über die Achterlinie runter. Verschieben sich zwei Obis 260. Ah ne, sie verharren da unten. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was Trust hier vorhat. Da steckt was dahinter, aber ich bin mir noch nicht sicher, was. Auf jeden Fall haben sie hier oben erstmal dieses Gesniper unterbunden und damit die D-Linie gerettet. Ist halt die Frage, ob das was bringt. Jetzt haben sie nachgezogen. Jetzt haben sie die 50 Bs von Hate und von Old Kings hochgezogen. Kaliummangel ist auch wieder dabei. Das heißt, sie haben jetzt hier oben sogar 3 Autoloader. Und ich bin mir nicht sicher, ob man mit einem 50 B alleine engagen sollte. Oh, hier wird viel zu viel schlecht getradet. 28.000 gegen 26.000 Hitpoints. Fame hier in einer besseren Position und auch wird weit mehr Hitpoints. Viel zu viele Hitpoint-Verluste auf Seiten von Trust. Hier oben auf dem Hügel. Die Objekt und was ist das da unten? Ja, ein T95 aus der G3-Linie schießen halt sofort, sobald auch nur ansatzweise ein 50B auftaucht. Ja, es geht einfach zu viel AP für nix flöten gerade. Mhm. Na, schöner Treffer auf Papa Pavian. Aber, boah, da kommt halt auch sofort was zurück, ne? Das war die Artillerie.
Keine Ahnung, was war das? Das war auf jeden Fall HE. Und jetzt Trust sammelt nochmal. Sammelt nochmal für den finalen Push. Und sie fangen an. Sie pushen den Hügel. Und Fame zieht sie zurück. Die 50 B sind leer. Sie müssen sich zurückziehen. Und sie ignorieren die rechte Seite. Das finde ich großartig. Sie gehen direkt drauf auf die 50 Bs. Versuchen hier Stefan und Feli rauszunehmen. Und natürlich alles, was noch da sonst so rumkreucht und fleucht. Und das könnte hier extrem wichtig sein. Feli versucht abzuhauen. Alka holten sich. Sehr, sehr geil. Kaliummangel kommt dazu. Holt sich jetzt Jostra. Hat hier noch mindestens einen Schuss. Zwei Schuss hat er noch. Und Vale konnte sich weit genug zurückziehen. Allerdings kommt jetzt der Counterpush von Fame. Und die sind halt alle noch Hitpoints stark. Und ja, die stehen halt down. Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig. Das heißt, Trust muss da eigentlich raus. Und es gibt wenig Wege rauszukommen. Denn Vale steht hinter ihnen. Und da kommt auch noch Verstärkung von Fame. Das wird sich hier nicht mehr lange ausgehen. Ich denke, Fame wird den Hügel hier für sich entscheiden. Und das mit, ja, definitiv sehr klaren Werten. Oh mein Gott. War ein netter Versuch. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt gibt Lazzi noch den Löffel ab. Und tschüss. Ja, sie mussten es machen. Mhm. Interessant. Trust gibt nicht auf. Sie setzen alles auf eine Karte und versuchen jetzt diejenigen, die vom Hügel zu kommen, beziehungsweise über die Achterlinie noch abzufangen. Ich glaube aber nicht, dass es reicht. Weil so viele One-Shots waren nicht dabei. Fame hat hier noch sehr viele Hitpoints. Insane ist der Einzige, der wirklich ein bisschen low ist. Alle anderen haben noch gut Fleisch auf den Rippen. Und da sind, glaube ich, einfach nicht mehr genug Kanonen da, um überhaupt noch irgendwas zu reißen. Und jetzt geht's los. Fame pusht über drei Lines. Über die 0, über die 8 und über die 6, 7. Aha, und die Schüsse sitzen. Lukas kann hier echt nicht viel machen mit seinen 260. Er kann jetzt vielleicht nochmal einen Schuss auf Papa Pavian abgeben, aber auch das bringt nicht sonderlich viel. Und ja, das war's. Da war nur noch Koma übrig in seinem T95. Er sitzt halt da, One-Shot und fährt vor. Ja, war ein Versuch von Trust, hat nicht ganz geklappt. 2-1 für Fame. Da wurde am Anfang viel zu schlecht getradet. Also überhaupt, da hätte man nicht traden dürfen. Und der Engage vom 50B alleine, ja, in eine von drei oder vier Fahrzeugen abgeaimte Position ist nicht sonderlich schlau. Wie man auch gesehen hat, ja, am Resultat. Das sind Flüchtigkeitsfehler, ne? Da ist man aufgeregt. Da will man zu viel und wow. Weil Fame steht ja nicht nur so da, ne? Die beiden T95 und 260 unten standen ja auch auf der unteren Linie, konnten dann oben natürlich mit reinhalten und das ist ja natürlich genau der Sinn der Sache. Und da darf man nicht immer im 50B rein. So. Schockisch ist übrigens am Leben. Finde ich ein bisschen traurig. Schade. Ja, Flüchtigkeitskiller müssen wir einstellen. Trading gegen Fame, vor allem schlechtes Traden, einstellen. Ja, weil Fame tradet nur, wenn sie gewinnen. Und dann hat man eine Chance, aber das gerade eben, sie haben wie viele Hitpoints vorher verloren? 2000, 3000 Hitpoints? Das war schon. Ja, auch mit Sicherheit. Ja, sie haben ganz viel getradet, wo gar nichts bei rumkam, wo sie einfach nur HPs weggeschmissen haben. Ich meine, was hätten sie alternativ tun können? Ich meine, die Überlegung war halt, die 50s rauszudrücken, was sie auch gemacht haben, was aber auch nicht billig war. Das hat auch echt viel gekostet. Und danach kam dann halt der Gegenpush sofort an. Also es war schwierig, was man da am besten macht. Ja, da, mit dem verbliebenen Material konntest du auch nicht viel machen. Ja. Schade. Es war knapper als Fame lieb war, glaube ich. Aber es ist immer noch Fames Hausmap. Da ist schwer ranzukommen. Da ist wirklich schwer ranzukommen. Und vor allen Dingen als Angreifer. Na gut, jetzt muss Fame angreifen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier eine sinnvolle Verteidigung bei Trust haben. Jetzt, gerade bei diesen Verteidigungssachen, ne? Wenn du vorher rauskommst, kann Fame auf dich reagieren. Und die reagieren schnell, die reagieren oftmals richtig. Wenn sie dich allerdings ausbuddeln müssen, dann hast du immer das Problem als Verteidiger, dass du nie weißt, wie viele Fahrzeuge auf welche Fahrzeuge drücken von dir. Und viel verschieben ist da nicht mehr. Das heißt, Fame kann sich die Kämpfer aussuchen. Deswegen ist es immer sinnvoller, Fame zu begegnen irgendwo und dir dein Schlachtfeld auszusuchen. Oftmals klappt's, manchmal nicht. Trust macht das ganz gut bisher. Und jetzt müssen sie halt nur noch auf einem hohen Niveau weiterspielen, ohne sinnlos zu traden und sinnlose Aktionen zu machen.
Aber hat man eben auch gesehen, das war ein bisschen, naja, unkoordiniert, der Push da oben auf den Hügel. Das, will man den Hügel jetzt noch? Da stehen echt viele. Will man die wirklich noch? Oder, ja, und dann haben sie sich doch dazu durchgerungen. Es war halt ein Tick zu spät. Da waren die halt schon alle angeschlagen. Naja. Wir werden sehen, was die beiden Clans sich hier heute noch an den Kopf werfen. Auf jeden Fall steht es erst 2:1 für Fame. Es könnte auch schon 3:0 stehen, also immerhin schon mal ein kleiner Sieg für den kleinen deutschen Clan. Ja, und es war ein tolles zweites Match, ne? Was Trust gewonnen hat. Also wie gesagt, das war also bisher echt das Highlight halt, ne? Wo zwei Clans wirklich alles gezeigt haben. War echt schön zu sehen. Und Fame wurde das erste Mal gefordert in diesem Turnier. Das allererste Mal. Ja. So. Himmelsdorf Runde Nummer 2. Wir werden Trust in der Verteidigung sehen. Jetzt ist die Frage, werden sie, wir haben ja bei Trust gesehen, Himmelsdorf ist nicht unbedingt gerade ihre Lieblingskarte, ne? Wir haben auch gegen GX gesehen, einen Fail-Move da und das funktioniert alles so nicht. Da müssen sie halt wirklich auf eingespielte Taktiken zurückgreifen und die kennt Fame halt alle, ne? Das ist klar. Hat man alle schon mal 1000 Mal gesehen. So. Ich denke aber auch viel Neues werden wir bei Fame nicht sehen, weil sie halt einfach keine festen Taktiken haben, sondern es ist alles so, okay, der stärkere Gegner schicken wir halt ein Fahrzeug mehr hoch und das ist dann Taktikveränderung bei Fame. Nehmen wir 51 B weniger, Taktikveränderung. Kann man mal machen, ja. So, Fame, wir haben es gestern gesehen, pushen ganz gerne über die 1-2 oder über den Hügel und man kann sich nie sicher sein, was kommt. Und das Einzige, was wir bei Fame noch nicht gesehen haben, ist Mitte. Das heißt, Mitte ist sehr unwahrscheinlich, dass sie dort irgendetwas versuchen. Das heißt, man muss seine Verteidigung auf die linke oder auf die rechte Seite beschränken. Und wenn man nicht gewillt ist, um den Hügel zu kämpfen, muss man sich sehr weit hinten reinstellen. Und genau das ist jetzt wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, vor der Trust steht. Was macht man? Wo begegnet man Fame? Schickt man alles auf den Hügel? Das ist die Frage. So, Runde Nummer 4. Nicht vergessen, das ist kein Best of 9, sondern ein Best of 13. Fame oder Trust müssen jeweils 7 Sieger ringen, um hier Europameister zu werden. Und interessantes Setup. Ist ein, und Trust. Ja, das ist ein sehr schräges Setup. Viele 260, einige 7, 250B, 3 T95, 3 Type 5. Das heißt, sie wollen hier wirklich, sie wollen es wissen. Und kein Bobo-Panzer auf Seiten von Fame. Mobiles Setup. Und auch hier geht wieder viel über den Hügel und über die 1-2. Interessant. Sie haben sich gesplittet. Da werden einfach mal, das ist die Möglichkeit hier, Informationen zu holen. Fame versucht, Informationen zu holen, deckt aber gleichzeitig auch ihre Badget. Und Trust geht mit einem ziemlich großen Haufen auf den Hügel. Das heißt, hier wird wirklich um den Hügel gekämpft. Und es sieht von den Panzern her gar nicht mal schlecht aus. Allerdings, Camille steht halt schon oben und Koma wird jetzt wahrscheinlich wieder abgefarmt. Ah, aber diesmal kein Track. Koma hat sich safe hingestellt, das war gut. Hat zwar jetzt den Shootout quasi verloren, macht aber nichts, hat aber noch einen mehr im Rohr. Oh, Camille hat verschossen, das sieht man selten. Und oh, oh, das darfst du nicht machen, du darfst nicht overpeaken. Nicht gegen Camille. Wie gesagt, Fame schützt seine Badget. Und da kommt der Befehl. Trust geht rein. Trust will den Hügel haben und sie haben die Chance dazu. Sie haben mehr Fahrzeuge oben. Aber auch Fame hat ja, den ein oder anderen 50B da oben. Das könnte bei schlechten Schussverhältnissen ganz schnell schief gehen. Wir werden sehen. Währenddessen zieht Fame über die 1-2 mit einem separaten Push. Und da ist Trust, glaube ich, gar nicht gut drauf eingestellt. Die sehen nichts. Die sehen absolut gar nichts und Insane kann hier oben immer noch. Wow. Wow. So, Trust traut sich nicht. Trust geht da nicht rein. Währenddessen auf der 1-2. Alpha steht vorne mit seinem Objekt. Den schicken sie vor. Au, der hat gut gefressen. Der hat sehr, sehr gut gefressen. Das war wichtig. Das waren extrem wichtige Schüsse. Vielleicht kann. Ja! Lithium-Mangel sehr konnte schön, hier ja. Nochmal von oben einen Schuss setzen, der war extrem wichtig, weil so ein Objekt willst du nicht in der Front haben. Allerdings stehen da unten Fame immer noch mit sehr vielen Fahrzeugen. Jetzt muss Trust hier oben nachrücken. Sie müssen den Hügel jetzt für sich clearen, weil sonst macht es Fame.
Fame holt sich unten die linke Seite und den Cap. Und jetzt heißt es sehr schnell reagieren. Lithiummangel wird von unten beschossen. Das ist gut, dann machen die wenigstens nichts anderes. Und Fame versucht auszuweichen mit den beiden 50Bs. Gehen sie auf Rummelboxer M260 und Hate und die können gut nachhalten. Und ein 50B hat das Schlachtfeld verlassen. Auch Stefan ist raus. Die 50Bs sind raus. Aber jetzt heißt es Cap sichern. Wir haben drei Fahrzeuge im Cap. Zwei Fahrzeuge, einer biegt ab. Und wirklich viel ist da unten nicht mehr von Trust. Trust verliert jetzt hier die ersten Fahrzeuge, ist klar. Hier unten ist Fame definitiv in der Überzahl. Dauert halt nur ein bisschen, weil es halt Bobo-Panzer sind. Aber vielleicht reicht das, um genug Zeit zu erkaufen, um den Cap zu unterbrechen. Kaliummangel versucht jetzt noch hier an den Cap ranzukommen. Er wird es nicht schaffen. Dann kommt jetzt gleich der Track. Ja, da ist der Track. Schön gespielt hier von Schockisch. Die Übersicht ist grandios. Sie haben drei Leute im Cap, 12 Sekunden. Und da kommt der 50B. Schafft er es rein? Das ist jetzt die Frage. Schafft er es rein? Boah, das war sehr knapp. Das war verdammt knapp. Aber immer noch Cap-Pressure. Ne? Der Druck ist immer noch da und sie haben nichts Schnelles mehr. 12 Sekunden noch. 10. Lazy, oh, muss rein. Lazy muss rein. Oh, das ist nicht gut. Er kriegt auch hier wieder von Luna eins auf den Deckel. Er muss einmal rumfahren. Papa Pavian anschießen hat er gemacht. Und auch da geht er drauf und langsam gehen ihm die Panzer aus. Also allein diese Cap-Falle hier funktioniert wunderbar. Und wieder beginnt der Druck auf den Cap. Oh, ist das bitter für Trust. Man gewinnt oben die Schlacht und man kommt einfach nicht an den eigenen Cap ran, weil die Fahrzeuge zu langsam sind. Und hier genug Munition und genug Schaden da ist, um die Fahrzeuge, die hier versuchen, den Cap aufzubauen, zu unterbinden, einfach zerlegt werden. So, Lithiummangel versucht es nochmal, steht jetzt aber vor Luna. Luna holt ihn sich raus. 13 Sekunden noch. Es sind drei Panzer gegen drei Panzer. 9 Sekunden noch auf der Uhr. Und Lukas versucht es jetzt über links, kriegt die ersten zwei Schüsse ab, hat noch 300 Hitpoints, kann aber hier nochmal kurzzeitig resetten. Währenddessen kommt Hannes jetzt auf der rechten Seite. Und das wäre jetzt eventuell wichtig. Vielleicht kann Hannes hier noch was machen. Er muss auf Luna gehen. Wow, das war verdammt knapp, aber auch Fame kann hier nochmal einen weiteren Schuss absetzen und das war ein tödlicher Schuss. Auch Koma ist raus. Das war es leider für Trust in der letzten Sekunde. Sie können Luna nochmal zerstören, aber jetzt kommen Fave und Papa Pavian, die hier die ganze Zeit den Cap unter Druck hatten, um Hannes zu erledigen. Mann, war das knapp und sehr, sehr schade für Trust. Also hat Fame, glaube ich, schon lange keiner mehr auf Himmelsdorf gefordert. Also das war wirklich stark, ganz, ganz stark gespielt. Ja, da waren die... da waren die Heavys, die Bobo-Panzer, ein Tick zu weit weg vom Cap. Ein Tick näher dran und man hätte hier eventuell mehr rausholen können. Schade. Echt extrem schade. Oh, ja. 2:0 hier auf dieser Karte für Fame. Damit steht es 3:1 für Fame. Ja, Mann, extrem knapp wirklich. Ja, also ganz, ganz tolles Match. Ja, und der Cap-Druck war halt zu stark. Drei Fahrzeuge im Cap, das ist, wow. Das ist echt unfair. Aber so ist das Spiel. Oh, Hannes hier mit 6.390 Schaden. Der hat echt seinen Spaß. Und die 50Bs hier, ne? Stefan und Feli. 1.259 und 1.144, das ist nix. Ja, die wurden krass unterbunden. Und die Type 5, auch hier haben überhaupt nicht funktioniert. 1.100, 1.000 und 1.400. Ich meine, sie konnten ein bisschen schießen, aber sie waren verstreut auf drei Punkte. Die konnten sich gegenseitig nicht unterstützen. Und sie waren viel zu weit vom Cap. Das war sehr schade. Hätten die eventuell woanders gestanden, hätte es vielleicht noch gereicht. Und Schockisch ist gestorben. Bitte wieder eine 1 in den Chat. Danke. Mal kurz auf die Toilette. Ja. Das war, wow. Also ich hätte Trust nochmal richtig gezeigt, was sie können. Es hat nicht ganz gereicht. Schade, 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 schade. Aber es war verdammt knapp. Und jetzt kommt eine Karte, die hat sich Trust ausgesucht. Ja, aus dem kleinen, wirklich sehr kleinen Map-Pool. Und das ist Westfield. Und wir wissen, Trust kann Westfield. Auch wenn sie gegen Pearl mal verloren haben. Aber ist egal. Gegen GX zum Beispiel haben sie Westfield wirklich sehr hervorragend gespielt. Und... jetzt bin ich gespannt, was sie gegen Fame machen. Fame wurde auf Westfield noch gar nicht gefordert. Die haben in diesem Turnier Westfield noch nicht ein einziges Mal gesehen. Und Trust hat da definitiv einen Vorteil, weil sie halt im Turnier bereits gegen GX auf Westfield spielen konnten und auch einen Sieg nach Hause holten. Hier kann es durchaus sein, dass wir hier wieder ein 1:1 oder vielleicht sogar ein 2:0 für Trust sehen.
Ich würde mir jetzt ein 2:0 wünschen. Eine Karte jetzt für Trust, das wäre großartig. Dann kommt Fame wieder ein bisschen unter Druck. Weil ein 3:1 ist zwar noch nicht viel, aber ist schon weit voraus. Aber Westfield kann es reißen. So, Westfield ist halt immer ein bisschen schwierig, weil du da nicht ganz so viel machen kannst. Du hast halt diesen riesigen Abhang in der Mitte der Karte. Da kannst du dich halt halten und hinstellen, musst aber erstmal reinkommen, ohne dass du vorher abgefrühstückt wirst. Und oftmals entscheidet sich das Gefecht entweder oben, ganz, ganz oben, wenn du die ganzen Halldowns da rausnimmst, oder unten im Süden und die Mediums. Und bei den Mediums sehe ich ganz ehrlich den Vorteil bei Fame, weil die halt einfach krass gute Mediumfahrer haben. Und da muss sich Trust das einfallen lassen, dass sie da unten nicht komplett überrannt werden. Wir werden sehen. Und immer noch vielen Dank für alle Follower und für alle Subs. Wir haben heute keine Alerts oder so, weil ne, Turnier und so. Aber ich lese euch. Vielen Dank. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Also das ist echt spannend. Also Trust macht spannend. Und ich glaube, die haben auch Spaß daran. Ich weiß, dass sie in der Kampagne Fame durchaus schlagen konnten. Mehrfach. Aber hier in so einem Turnier ist es halt immer noch was anderes. Ne? Da ist immer so eine Sache, man muss halt die ganze Zeit auf Zack sein. Man muss die ganze Zeit hier volle Konzentration haben. Wir haben es gesehen, bei Trust hat es eben im ersten Himmelsdorf-Spiel ein bisschen in Konzentration gehapert. Das gerade eben, der Push war sehr, sehr gut. War nur ein Tick zu langsam ausgeführt. Und ja, gegen Fame langsam spielen darfst du nicht. Ne? Fame ist immer einen Schritt voraus. Und gerade auf Himmelsdorf ist das halt so eine Sache, weil du da halt nicht überall reinschießen kannst. Du kannst keine Artillerie mitnehmen, kannst dich nochmal doppelt absichern. Und dann passieren genau so eine Sachen, dass du dann einfach drei Fahrzeuge, die dir dann nochmal einen Strich durch die Rechnung machen. Es waren ja nur drei Fahrzeuge, das darf man ja nicht vergessen. Und ja, diese musst du dann halt auch erstmal rauskriegen. So. Jetzt muss es gleich weitergehen. Die Teams machen sich bereit für Westfield. Oh Mann. Westfield ist nicht oft gesehen worden hier im Turnier. Die meisten Teams haben Westfield tatsächlich gebannt. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es relativ einseitig sein kann. Aber Trust hat gezeigt, dass es auch ein bisschen anders geht. Wir werden sehen. Ne? Fame wird sich das garantiert angeschaut haben, wie Trust hier gegen GX gespielt hat. Und daraus natürlich seine Schlüsse ziehen. Und ich tippe hier auf Doppelartillerie bei beiden, weil die Artillerie hier natürlich überall wirken kann. Ne? Vielleicht sogar dreifach Artillerie bei Fame, das haben wir auch schon gesehen. Zumindest auf Sand River, wir werden sehen. Freue ich mich auf jeden Fall. Das ist eine schöne Begegnung hier und sehr knappe Matches. Und gegen Fame muss man sagen, ist ein knappes Match auch ein Sieg. Ja? Zumindest ein Sieg in den Herzen. Der Meister der Herzen sind sie schon, ja. Ich brauche einen Rip-Schockisch-Emote. Nein, so oft sehen wir Schockisch nicht. Aber ihr könnt ja mal Schockisch anfangen, der streamt ja auch. Ob er sowas hat. So. Wir werden sehen, wie das nächste Match jetzt auf Westfield aussieht. Also ein 2:0 für Trust wäre jetzt natürlich perfekt für uns, ne? Himmelsdorf war klar, es wird schwer und es war auch schwer und extrem knapp, aber da liegt halt immer noch so ein bisschen Fame, ist halt einfach großartig auf Himmelsdorf, aber auf Westfield hat man sie noch gar nicht gesehen, zumindest hier im Turnier nicht und ja, ich bin gespannt, was Fame jetzt hier auf Westfield zeigen wird. Lustigerweise, ne? Letztes Jahr hatten wir CS Army gegen Fame und da war das nicht so spannend. CS Army hat zwar einen Punkt holen können, glaube ich, aber der Rest war doch schon durchaus deutlich für Fame. So. Jetzt kann's losgehen. Komm schon. Ich bin heiß. Ich bin heiß auf das nächste Gefecht.
Ein Spaß macht Spaß zuzuschauen. Na? Na? Jetzt brauchen sie länger. Also, das kann natürlich auch taktisch sein, ne, dass man vielleicht nochmal kurz eine Taktik durchgeht oder nochmal eine Anpassung macht oder so. Oder vielleicht ist auch nur einfach einer auf Klo und kommt da nicht mehr runter. Das kann halt alles sein. Ja, solange alle nicht ready machen, ne, sind da 30 Leute, die ja klicken müssen. Mhm. Ich glaube, es gibt ein Limit. 10 Minuten zwischen den Gefechten. Nee, 5 Minuten? Die haben es nochmal gekürzt. Also, bei der WGL waren es 2 Minuten. Du darfst es nicht länger als 2 oder 3 Minuten, irgendwie so. Also es war sehr, sehr wenig Zeit zwischen den Gefechten, da nochmal irgendwas zu machen. Aber hier ist es länger. Trust erinnert etwas an Gohard, nur taktisch besser. Die warten nicht ab. Ja, Gohard war aber auch oftmals kopflos, muss man sagen. Ich meine, Stefan hat ja sein Ding durchgezogen. Trust ist ja hier nicht nur kopflos, ne? Das ist ja das Schöne. Sie reagieren halt sehr, sehr schnell und können auch taktisch sich dem Gegner anpassen oder sogar übertrumpfen. Und das ist das Schöne. Das konnte Gohard zum Beispiel nicht. Warum gibt es die WGL bei WoT nicht mehr? Weil Wargaming absolut unzufrieden war mit dem, was dabei rumkam. Ne? Man macht ja E-Sport nicht aus Langeweile, sondern weil man was daran verdienen will. Und ich sag mal so, Kosten-Nutzen war wahrscheinlich nicht sonderlich groß. Und ich persönlich, ja, aus meiner Sicht, war, wie heißen die, Turtle irgendwas, war definitiv die falsche Produktionsfirma. Aber gut. Muss WG entscheiden. So. Ob da noch was kommt, ist natürlich eine andere Sache. Wohl ist was wohl in Planung, aber Wargaming in Planung, das kann sich über Jahre anziehen. So. Fame gegen Trust. Map Nummer 3. Es steht 3:1 für Fame. Und nun haben wir das allererste Mal hier Westfield für Fame und das zweite Mal für Trust. Und Trust, oh, interessante Wahl. Siehst du das? Objekt 268? Mhm. 3 Stück davon? Haben wir noch nicht gesehen. Und wie ich es mir dachte, Fame mit Doppelartillerie, allerdings Trust nur auf einer Seite mit Artillerie. Und jetzt bin ich gespannt, was machen sie mit den Objekten? Das ist neu. Das haben wir noch nicht gesehen. Oh, guck dir an. Sie ignorieren komplett die südliche Seite. Aber das gleiche macht auch Fame. Beide ignorieren die südliche Seite und gehen nach Norden. Also die Gegner lesen sich hier schon hervorragend. Haben ihre Schlüsse gezogen aus dem, was sie gesehen haben und passen sich dem an. Und alles hier vorne ist mittlerweile gespottet worden. Trust hat keinerlei Geheimnisse mehr. Und das Objekt 277 hier von Fame steht natürlich jetzt in einem sehr Oh, das tat weh. Oh, heftiger Arti-Treffer. Das tat richtig weh. Das war ein Doppel-Arterie-Schlag auf Latzi und Latzi hat richtig gefressen gerade. Und er frisst auch weiterhin gegen das 260 und Schockisch, ja, Schockisch hat hier ordentlich gerade Schaden machen können. Und Benzo kriegt hier keinen einzigen Schuss auf den Objekt 277. Währenddessen gibt es hier einen riesigen Schlagabtausch in der Mitte der Karte. Allerdings ist Fame hier natürlich in seinem Element und die rudeln gerade das Objekt 260 von Trust. Und Trust verliert Hitpunkte ohne Ende. Und leider auch Kanonen ohne Ende. Und das gefällt Trust, glaube ich, gar nicht. Denn sie können nichts dagegen tun. Sie werden hier gerade einfach nur überrannt. Und das war ein schöner Artillerie-Treffer, aber ein bisschen spät. Ich denke nicht, dass man sich hier noch aus dieser Misere befreien kann. Ah, Jostra holt sich den nächsten Kill. Und Fame hier wirklich mit allen Fahrzeugen oben im Norden. Und das sieht gar nicht gut aus für Trust. Puh, die wurden ja echt massiv überfahren hier. Da sind da 3 Panzer komplett auch auf Combat halt, ne? T95 und Obi 907 und der Leiter, der sich jetzt die Artis holt. Aha. Wow, das ging schnell. Ja, Fame wieder in einem Pulk. Der erste Arti-Doppelschlag, der war echt übel. Ja, Schockisch hat halt auch mit 3 gehalten, ne? Und schon hast du so ein Objekt nicht mehr. Ja, nur noch mit 100 Endpoints oder so. Das ist oh, übel. Ja, selbst die Artillerie ist nicht rausgegangen. Wow. So, Kalium, hier, los, holt mich, ich will die nächste Runde, das war nix. Dreht er sich sogar noch und fährt rückwärts rein. So gut. Großartig. Also diese 1000 Schaden müssen wir abziehen.
Ja, da ist auch nichts mehr. Das Ding ist ja durch gewesen. Das war ein Shootout, den sie nicht haben gewinnen können. Fame hat sich hier massiv nach Norden verlegt, haben die richtigen Positionen eingenommen und dann auch noch im Aufbau. Ne? Trust war noch im Aufbau, dann schon die ersten Picks geholt und sich natürlich auch die Stadt geholt. Und das war wichtig. Und das waren 4 Fahrzeuge oder 5 mit allen voran Alien, die da reingegangen sind und die Stadt einfach mal geklärt haben, ohne einen einzigen Verlust. Das war krass. Naja, was meinst du? Waren die Objects ein falscher Pick? Definitiv. Du bist halt so unflexibel mit den Dingern halt. Wenn dann ist ja gleich die Doppel-Arti reingeschlagen ist, dann war er fast instant weg. Wir haben es ja gesehen. Benzo oben gegen 2077, ne? Er konnte nichts machen. Gar nichts. Also die Objects haben hier nicht funktioniert. Nee, jetzt sehen wir es ja auch mal in der Übersicht hier. Mal eben gucken. Ja, hier, Lazzi 531, 1200 bei Benzo. Und wo ist der dritte? Da drüber, 1300, das war nix. Gut, war auch ein sehr schnelles Spiel, muss man dazu sagen. Und die Artillerie hier hat allerdings auch nicht sonderlich viel gemacht, ne? Die Luna und Alpha, das waren halt die extrem wichtigen 1-2 Schuss und das war's. Mehr konnten die nicht machen. Den Rest haben hier wirklich die T95 erspielt von Fame. Und Schockgeschalt, ne? In seinem Sturzwagen 3799, das ist schon viel. Das ist schon viel. Das heißt, das sind ja gute 9 Schuss, die der gesetzt hat. Und 9 Schuss in von einer sehr, sehr entfernten Position. Das heißt, da ist nicht nur einiges schiefgelaufen. Wenn ein Sturzwagen so farben kann, da standen einige falsch. Tja, das war das 4:1 für Fame und wir kriegen jetzt gleich noch eine weitere Chance auf dieser Karte, aber ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft auf dieser Karte hier von Trust, das hat so gar nicht funktioniert. Die haben halt was anderes ausprobiert halt, ne? Und es ging halt wirklich, es ging halt einfach echt in die Hose, muss man leider sagen. Ja, schauen wir uns mal die zweite Runde an. Ja, das ist halt das Problem. Wenn du 3 Fahrzeuge in der Stadt hast, ne, und dann kommen da 5 von Fame, dann sind die 3 tot. Und das hat so gar nicht funktioniert, schade. Aber auch der Süden, ne, wurde ja von Fame komplett ignoriert, das hat Trust gar nicht mitbekommen. Und konnten daraus nichts machen, der T95 war lange Zeit out of game. Also, ne, wie lange hat das Spiel jetzt gedauert? 3 Minuten? Dann war er 3 Minuten out of game. Und das ist traurig. Ein Panzer komplett weniger, weil er halt an der falschen Stelle stand. Ja, 907 war, konnte ja auch nicht eingreifen. Er stand ja auch unten noch in der Ecke. Im Chat steht, ich weiß nicht, ob man im Finale gegen Fame etwas testen sollte. Musst du, weil Standard funktioniert nicht gegen Fame. Du musst sie überraschen. Du musst irgendwas Ausgefallenes machen, weil Standard kann Fame besser. Ist halt einfach so. Und wenn sie jetzt hier an die Ridge oder so gefahren wären, wären sie einfach genauso gestorben. Ich glaube, wenn sie ihre Objects zum Arbeiten gekriegt hätten, wenn das funktioniert hätte, ja klar, hätte, ne, dann hätte das Match vielleicht noch eine Drehung bekommen können, aber... Aber es ist halt immer so eine Sache, ne? Wie willst du ein Objekt auf so einer Karte zum Arbeiten kriegen? Ich meine, die sind zwar ganz nett dann im Late-Game, weil du dann halt auch in alle Richtungen snipern kannst, aber ich glaube, die wurden einfach überrascht, dass Fame komplett rumfährt. Fährt. So, jetzt kriegen wir hier nochmal ein Playoff zu geben. Oh, mir wird schwindelig. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was er jetzt zeigen will. Weil, ja, war halt nicht sonderlich doll von Trust. Dass man die AMX 50B da so offen stehen lässt. Aber das ist Play of the Game. Finde ich jetzt nicht. Weil schlecht traden, haben wir schon öfters gesehen. Und der Push hier war nur ein reiner Verzweiflungspush. Ja, also sehe hier nichts Play of the Game würdig.
So, aber, dass wir jetzt hier so lange Carrie Berry noch sehen, das ja, lässt natürlich auch einen Schluss zu, dass da jetzt gerade ein bisschen taktisch was abgeht. Vielleicht bei Trust. Wir werden sehen. Also, Objekte, merken wir uns, funktionieren auf dieser Karte nicht. Jedenfalls nicht am Anfang. Nicht gegen Fame und nicht gegen Pulk. So. Was meinst du? Wie kann man Fame hier noch entgehen? Ich glaube nicht, dass Fame nochmal das gleiche spielen wird. Ich glaube nicht, dass sie nochmal oben rumgehen. Ja, wer weiß. Also was man gesehen hat, alles, was irgendwie abwartend oder langsam ist, funktioniert gegen Fame nicht. Also es war immer, also funktioniert hat als schnell, ja, schnell zugeschlagen und überraschend zugeschlagen wurde, und was halt nicht ganz der Norm entspricht. Aber auf jeden Fall, ja, du musst halt fix sein. Du musst sie einfach überraschen, weil schießen können die Jungs. Ne? Also da ist Trust ja wirklich gut. Und ich glaube, das müssen sie sich einfach, ich weiß nicht, ob vielleicht einfach zu viel, ich will nicht sagen Ehrfurcht oder so weiter, aber dass man vielleicht doch nicht sagt, komm, nee, vielleicht ist es doch zu riskant. Ja, vielleicht ist es jetzt wirklich Zeit, echt mal was Offensives zu riskieren, womit sie ja auch auf Klippe konnten. Definitiv. Vor allen Dingen musst du bei Fame echt vor allem Acht geben, ne? Da, die pushen auch mal mit zwei Fahrzeugen, das haben wir auch gesehen. Und wer rechnet denn mit sowas? Ja. Ja, aber ich glaube, alles, was langsam ist, wo du dir Zeit lässt, wo du dir überlegst. Das nutzt Granus Fame aus, das ist klar. Richtig, genau. Und ich meine, gut, das Map, das hätte auf Himmelsdorf jetzt auch 1-1 ausgehen können. Ne? Das war auch extrem knapp. Die zweite Runde, die war Bombe gespielt von Trust. Und wo sie halt einfach nur nicht schnell genug zurückgekommen sind halt und immer so einer nach dem anderen halt, wenn sie da geballt zurückgekommen wären halt oder ich sag mal alles so 10 Sekunden früher, ne, dann hätten sie Fame da auch schlagen können halt, ne, und dann würde es jetzt halt auch nicht 4-1 stehen, sondern 3-2. Ja, und Fame hat es ja nicht mal fies gespielt, ne? Man hätte ja auch durchaus bei Himmelsdorf an der Kirche einen weiter nach vorne stellen können, den anderen schilden können, haben sie nicht getan, ja, sie haben ihnen eine Chance gelassen und man muss sagen, Fame hier sehr fair. Und deshalb, du musst dir jetzt definitiv ein schnelles, gutes Setup einfallen lassen, um hier Fame zu begegnen und sie eventuell auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber mit dem Schockisch hinten im Busch, ne, der da farmt wie ein junger Gott, ist meistens auch die beste Taktik nichts. Du verlierst halt Hitpoints an allen Ecken und Enden, wenn du irgendwas machst. Ja, aber wir warten immer noch. Oh, hier, WOT Fortune, da haben wir es wieder, Bonuscode für irgendwelche Reserven. Und wenn ihr da draußen, wo wollte ich jetzt hin? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Ach, verdammt. Es ist zu spät, es ist Sonntag. Es kommt ja auch noch dazu, ne? Heute ist Sonntag. Die meisten müssen morgen wieder früh raus. So. Ach, Mann. Oh Gott, wenn ich das hier schon lese. Ja. Es gibt Leute, die gucken so einen Stream auf Facebook. Wirklich? Und die Antwort ist falsch. Weil die Frage vorhin war, welcher Panzer kam dazu? Antwort wäre T95 gewesen. Ja, es ist ein Chieftain, aber im Spiel heißt der nicht so. Na gut, Wargaming. MVP ist Alpha. Okay. Ich dachte, so ein MVP wird erst nach dem Ding. Ah, gut. Ja, dachte ich bisher auch mal, ja. Die Begegnung ist noch gar nicht vorbei und die wählen jetzt schon MVP. Das ist irgendwie seltsam. Oh. Na gut. Und Alpha? Ja. Naja, ja, wenn sie sich dabei schon was gedacht haben. Ich habe von Alpha jetzt nicht sonderlich viel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was heißt MVP? Ist der Most Valuable Player, also ne, der beste Spieler oder der Man of the Match halt, ne, sowas in der Art. Genau.
Und das nach der Hälfte der Games erst zu wählen, finde ich ein bisschen. Und gerade Alpha, ja. Also wirklich Alpha, guter Spieler, aber ja, den haben wir hier so gut wie gar nicht im Fokus gesehen. Also allein bei Fame, Kamil Ida, viel wichtiger. Ja, weil er die wichtigsten Rolle hatte. Oder auch Luna in der Artillerie. Na gut, egal. Jetzt kann es aber mal losgehen. Ne? Was dauert denn da so lange? Trust. Fame. Ich denke mal, es ist Trust. Die werden irgendwas nochmal planen. Die müssen sich was einfallen lassen. Die müssen jetzt nochmal einen Punkt holen, sonst sind sie wirklich weit weg. Das steht 4 zu 1 für Fame. Und keine Experimente bei Trust. Standard. Standard-Setup. So, auf Seiten von Fame keinerlei Änderung. Ist absolut normales Setup. Wir haben hier zwei Autos auf dieser Seite. Ansonsten nichts Großartiges. Und Fame macht das Gleiche. Die fahren komplett hoch, lassen nur die beiden Autos unten. Und Trust lässt sie kommen. Trust lässt sie kommen. Ist halt die Frage, ob die 907er da hinten überhaupt ein bisschen arbeiten können. So, man hat sich aber gedacht, dass hier unten über die Null nichts passiert. Gut gelesen hier von Trust. Trust hier in einer guten Position. Aber auch Fame hat das jetzt gerafft, dass da jetzt nichts kommt. Und die ziehen ihre 907 ab, um in die Nullerlinie anzugreifen. Und das könnte jetzt ein Druck sein. Sie könnten jetzt hier dadurch Trust ernsthafte Bedrängnis bringen. Da kommt eventuell ein Counterpush. Wir werden es sehen. Oh. Papa Pavian hier mit einem sehr, sehr guten Trackshot auf den TR-100. Ist das nur bei mir so, ist das Spiel lauter geworden? Ich glaube auch, es ist lauter geworden, ja. Ach Gott, Wargaming. Oder nee, es kann sein, weil die jetzt so dicht dran sind, dass deswegen die Motorengeräusche so laut sind. Ja. Weil sonst sind sie ja meistens immer Das ist das meiste, was ich immer als erstes ausmache. Motorengeräusche braucht kein Mensch. So, Fame teilt sich jetzt hier auf, fängt jetzt erstmal an, Informationen zu sammeln, weil der Gegner halt nicht sofort ihnen entgegenspringt. Deswegen teilen sie sich auf. Sie haben jetzt auf jeden Fall den Hügel oben. Sie haben die Stadt und. Oh, das war ein bitterer Treffer. Das tat richtig weh auf Benzo. Ammo-Rack weg und Latzi kriegt gleich noch einen. Ja, die stehen jetzt hier oben echt ungünstig. Benzo und Latzi sehr, sehr ungünstig. Und Fame zeigt sich halt auch nicht mal. Ich meine, Kaizu, Ilion und Yostra sind offen, aber da kann halt auch niemand drauf schießen, außer die Artillerie. Und jetzt kommt die Artillerie und holt sich gleich Latzi. Latzi ist gleich raus. Das ist jetzt hier halt Paradebeispiel für Fame. Ne? Die gucken, spielen Übersicht und holen sich einen raus. Gehen zur nächsten Stellung, spielen Übersicht, gucken, holen einen raus. Und das werden sie jetzt dauerhaft machen. Währenddessen versucht Trust jetzt aber hier nochmal mit einem kleinen Push, von 4, 5 Fahrzeugen, 6 Fahrzeuge, wenn man den Light mitnimmt, über die Nullerlinie. Und das könnte funktionieren. Wünschen würde ich es ihnen. Sie wissen allerdings nicht, wo sie hineinfahren. Und, oh wow. Alpha war nicht offen. Das hier war tatsächlich ein Schuss einfach mal ins Blaue und es hat getroffen. Ja, Trust traut sich nicht. Zieht sich zurück. Aha, sie kommen da nicht raus. Der Überraschungsmoment ist jedenfalls weg, weil irgendjemand einen Baum umgefahren hat. Und ja, Artillerie achtet auf sowas. Und auch hier wieder schlechter Trade von Kaliummangel. Fährt vor, kriegt vom EBR oder vom T95 eine. Ah, das ist nicht gut. Von den Hitpoints her sind Trust schon wieder ein bisschen zurück. Haben allerdings noch alle Fahrzeuge im Spiel. Allerdings nur eine einzige Artillerie. Und ja, da ist Benzo raus. Das war abzusehen. Dann wird Lazzi hier auch gleich das Schlachtfeld verlassen. Da ist er. Und die ersten Kills gehen in Richtung Fame. So, jetzt kommt ein kleiner Gegenpush. Halte ich für die falsche Wahl. Die gehen hier auf den Norden. Und Trust versucht hier oben nochmal den Combat rauszukriegen. Aber der macht sich halt extrem teuer. Denn hier können gleich 4, 5, 6 Kanonen drauf schießen, wenn man die Artillerie mit reinnimmt. Und das natürlich in einem massiven Fokusfeuer. Und die pennen halt auch ihre Schüsse. Insane holt sich Killer. Und die haben Comrade in den letzten 10 Sekunden nicht einen einzigen Hitpoint abgezogen. Und bam, Double Kill. Ewin und Lukas raus. Und auch Jack wird rausgehen. Das sieht nicht gut aus für Trust. Das ist nicht ihre Karte. 10.000 AP hinter, Hälfte der Panzer fast weg.
Schade, dass sie den Putsch unten nicht durchgezogen haben. Das hätte vielleicht funktionieren können. Aber dass die Fame vielleicht so ein bisschen abgelenkt hätten halt, ne? Irgendwo mal was tun, dass die sich auch verschieben müssen, verziehen. Naja. Ja, und Fame macht jetzt den Sack zu, fahren jetzt vor, haben ja genug Hitpoints, haben genug Fahrzeuge und fahren jetzt einfach nur auf die Stellungen. Jack ist da oben mit 15 Hitpoints nur noch da, eine HE-Granate und es ist aus mit ihm. Und hier unten wird, oh Gott, Ponzian wird hier unten gerade einfach zusammengeschossen von der Artillerie. Die Artillerie hier hat aber auch wirklich eine hohe Trefferquote von Alpha und Luna. Ach, deshalb vielleicht Alpha, aber so oft saß er gar nicht in der Artillerie. Also das ist irgendwie, naja, MVP am Arsch. So, drei Fahrzeuge von Trust noch übrig, das war nicht ihre Karte. Oh, Hate bringt sich jetzt um. Schön wäre es noch gewesen, wenn er den noch getroffen hätte. Oh ja. Ich glaube, er hat es vor, aber es hat nicht ganz geklappt, da hat das auch nicht gemacht. Papa Pavian! Oh, schade. Warum rammt er nicht? Na gut. 1-15-0. Oha. Ja. 5-1. 5-1 für Fame gegen Trust. Das war nicht ihre Karte. Das war nicht mal halbwegs knapp. Ich überlege gerade halt, wo man was hätte machen können halt. Der Push im Süden, wie gesagt, wenn man den ansetzt, dann vielleicht durchziehen, damit überhaupt mal was passiert. Weil so, das haben wir jetzt in jedem Match gesehen gegen Fame, also nicht von Trust, sondern im Allgemeinen halt. Immer wenn du stillstehst und nichts tust, dann zergen sie dich einfach runter. Ja, das können die. Ja. Ne, und das ist ja gerade 1-1 passiert halt, ne? Weil du hast sie, sie waren in ihren Positionen, sie mussten nichts tun, sie mussten auf nichts reagieren. Es war einfach nur okay, wir sehen einen, zack, weg, die Arti hat die ganze Zeit geschossen. Ja, vor allen Dingen Doppel-Artillerie, ne? Da kannst du nicht stehen bleiben. Das ist, also, ja, wir haben es ja eben gesehen, 2-62 für nichts, für gar nichts rausgegangen. Und selbst ihr kleines Häuslein wurde ja weggeschossen. Ja, ja, hier sehen wir es. Kein Schaden von Trust in Richtung Fame. Das war nichts. Ja, Luna da oben. Ist für mich hier eher MVP, wenn es denn Fame sein muss. Weil er hat durchweg hier konsequente Leistungen und hat Vale geteamshottet, also besser geht's nicht. Ja, und wenn Schockisch Langeweile hat, ne, nur 800 Schaden, dann war offensiv einfach gar nichts von Trust zu sehen. Ja, 5-1 jetzt. Nächste Map wird, ja, kleine Premiere hatten wir noch gar nicht während des Turniers. Live Oaks. Ist aber eine Karte, die hat sich tatsächlich Fame ausgesucht. Ja. Das heißt, sie haben sie schon mal gesehen. Na gut, also, das war nix. Ne? Himmelsdorf war klar, dass das war immerhin knapp, wenigstens in einem Game, aber das hier, das war gar nichts. Da habe ich mir von Trust echt mehr erhofft. Sehr, sehr schade, dass sie hier nicht das rüberbringen konnten, was sie vorhatten. Und Live Ox, das erste Mal im Turnier und gleich im Finale. Großartig. Kann man mal sehen, was für einen Stellenwert diese Karte bei den Spielern hat. Nämlich ganz, ganz weit unten. Ne, Warhammer Gaming, warum nicht Ghost Town? Frage ich mich. Ghost Town ist neu, warum bringt man nicht Ghost Town? Aber gut. Ich finde, Ghost Town ist die weit bessere Karte. Live Ox ist doch... Ich finde den Chat gerade göttlich. Einmal steht, ui, endlich Live Oaks und gleich darunter, oh nein, nicht Live Oaks. Genial. Chinesische Mauer, ja, nee. Das ist mit Abstand die schlechteste Karte im CW, die es geben kann. Weil du als Verteidiger nicht verteidigen kannst. Punkt. Das kannst du angreifen, die Karte. Du kannst sie nicht verteidigen. Es ist schlichtweg unmöglich. Und ja, es ist eine sauschlechte Karte. Ich überlege gerade, was Live Oaks war. Ja, da geht es dir nicht nur alleine so. Ich muss jetzt auch mal gucken, Live Oaks. Das ist diese Karte mit dem See in der Mitte, oder? Toll, wenn man... Tippt mal Live Oaks ein, kriegt man auf Google Bildersuche... Quatsch, aber nicht Live Oaks. Großartig. So, ja, ist die Karte mit der Stadt oben links, mit dem Fluss, mit dem, ja, kleinen See in der Mitte und rechts die Bahnschiene. Gut. Die Karte, ich muss ganz ehrlich sagen, im Random finde ich die toll. Also, mir macht die immer Spaß. Mir ist nicht so.
Finde ich nicht so schön. Es gibt halt echt wenig Möglichkeiten. Oh, naja, egal. Übrigens, Mu war auf LiveVox extrem erfolgreich und LiveVox hat uns quasi auch den Panzer erspielt in der Kampagne. Aber gut. Schauen wir mal. Jetzt geht's los. Live Oaks, das erste Mal im Turnier. Trust gegen Fame. Es steht 1-5 für Fame. Das ist ein bisschen. Na. Trust muss jetzt zeigen, was sie können. Und was sehen wir hier bei Trust? Haben wir was Schnelles? 2260, ein paar 907er, 2 Conqueror GC. Also, Standard funktioniert hier nicht. Wir werden sehen, was Trust sich ja hat einfallen lassen. Und Kamil geht jetzt erstmal. Wieso? Das ist hier falsch. Kamil sollte nicht rot sein. Ja, also, Fame ist im Süden. Trust ist im Norden. Ah, das ist hier falsch von Wargaming. Das ist gerade sehr verwirrend mit den Farben. Ja, absolut. Also, ne, Trust ist blau. Trust ist blau und im Norden. Und die. Jetzt ist richtig. Jetzt ist richtig. Ah, alles gut. Ja, ansonsten hätte einer die Seiten gewechselt. Und wir sehen hier Trust, wie sie ein bisschen versuchen, Licht zu machen. Ja, die Sicht von Fame ist falsch. Aber gut. Stefan sollte nicht rot sein, ignoriert das. Und hier sehen wir einen leicht beherzten Push von Fame in Richtung Norden. Fame muss sich jetzt hier aber gleich erstmal durch die Nullerlinie wühlen, das ist gar nicht so einfach, wenn du da schon Position beziehst, aber Sicht ist echt schlecht gerade. Die Sicht von Trust ist richtig mies, die sehen nichts. Wir haben den Push da unten zwar halbwegs gesehen, aber nicht wie viel da kommt. Und auch hier, Hannes hat viel zu weit vorgeglotzt, er wollte halt gucken, was da kommt und schon hat er direkt mal ja, 500 Hitpoints weniger, 700 Hitpoints weniger und ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird, was Trust hier hinten als Verteidigung aufgebaut hat. Ne? Sie haben da oben 4 Fahrzeuge, vorne nochmal 2, das kann funktionieren. Gegen ein Fame-Team, welches dort reinpusht. Aber es sind halt echt wenig Kanonen. Man versucht jetzt halt irgendwo anders noch ein bisschen wieder die Map-Control zu erlangen oder nicht ganz aufzugeben. Was ihnen bisher aber nicht ganz gelingt. Ne? Durch den T95 auf dem Hügel auf E2, dem T100 in der Mitte und auf der rechten Seite jetzt den Push, haben wir hier definitiv Map Control auf Seiten von Fame. Die sehen alles, egal was passiert. Alles, was du machen kannst bei Trust, ist nur noch von A1 bis A0 nach links und rechts verschieben. Ne, das sieht Fame nicht. Alles andere sehen die. Und ja, da ist Kaliummangel rausgegangen. Push durch die Mitte. Wer hätte damit gerechnet? Also ich nicht. Und damit haben sie jetzt hier halt ein riesiges Loch in die Verteidigung von Trust geschlagen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr unschön. Und du willst den EBR nicht so nah an deinen Stellungen haben. Und dann guck dir das an, wie Koma da oben frisst. Ja, die beiden T95 fressen gerade. Und zwar alle Fame-Spieler können auf Koma schießen. Jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt hat er sich ein bisschen zurückgezogen. Aber die konnten kurzzeitig alle drauf schießen und es ist ein Wunder, dass er noch überlebt hat. War ein sehr, sehr geiler Anfang für einen Push, muss man sagen. Jetzt geht es natürlich weiter. Unten rechts wird jetzt hier verteilt. Sie haben jetzt halt die komplette D-Linie für sich erobert. Also den kompletten See und können jetzt Haldown hier oben die letzte Ecke gegen Trust bekämpfen. Und das ist natürlich genau das, was Fame will. So, Fame hat jetzt unten nochmal einen kleinen Push zu erwarten. Zwei Objekt 907 von Trust versuchen es nochmal auszubrechen gegen den T95. Aber auch da steht Schockisch dahinter mit dem Stritzwagen. Und das wird nochmal teuer. Ja, aber sie haben Jostra rausnehmen können, das war wichtig. Und jetzt muss Fame auf jeden Fall was abziehen. Und jetzt kommt der Push. Oh, Trust versucht nochmal mit einem Push auf die Nullerlinie, um Fame hier zu begegnen. Denn sie müssen sich natürlich jetzt ein bisschen in die andere Richtung ausrichten. Und das versuchen sie jetzt irgendwie nochmal für sich hier zum Vorteil zu verwenden. Aber das funktioniert nicht. Sie bleiben stehen. Schade. Ja, Push wird abgebrochen, ne? Fame hat sich zu weit zurückgezogen. So, und jetzt müsste man eigentlich die 907er pushen. Ah, aber da ist kein Fahrzeug übrig.
Schade, schade. Also man hat jetzt Fame hier unten nochmal kurzzeitig verjagt. Mehr hat man nicht geschafft. Auch die beiden 907er da oben müssen jetzt machen, dass sie wegkommen. Und währenddessen werden hier mit Artillerie die beiden 907er von Fame in der Mitte der Karte direkt an der eigenen Frontlinie am eigenen Cap bekämpft. Aber die gehen da halt nicht raus. Die gehen da nicht mehr weg. Die musst du wegpushen und das wird teuer. Weil dahinter steht Schockisch und dahinter stehen Objekt 65 T95, die da jederzeit reinhalten können. Es ist übrigens eine Karte, die als Verteidiger echt saumäßig doof zu spielen ist, wenn ich das mal so sagen darf. Weil du gibst automatisch die Map Control ab, weil das alles viel zu weit weg ist. Und die beiden 907 greifen jetzt nochmal an. Ob das funktioniert, bin ich mir nicht sicher, weil, ja, genau. Dahinter steht halt noch der Alien, dahinter steht noch der Fehlwehr. Und das wird jetzt nochmal richtig teuer für Trust. Da haben sie jetzt gerade eben irgendwie was verpasst. So. Und oh, die 907 können hier reinhalten und Killer ist raus. Oh, das war für nix. Das waren zwei Panzer für nix. Weil die 260 waren noch nicht mal ansatzweise in Stellung, um irgendwie zu helfen. Und diese beiden 907 von Fame auf der C6-Linie, die sind da wirklich wie ein Stachel im Pelz. Die kriegst du nicht weg und die ärgern dich die ganze Zeit. Mhm, genau so sieht das dann aus. Ist echt ärgerlich, wenn da einer reinkommt. Weil wenn du den versuchst raus zu pushen, musst du dich halt komplett entblößen. Zu allen Seiten hin. Und da ist noch kein Mittel und Kraut gegen gewachsen. Du könntest die rausnehmen, da brauchst du aber die komplette Nullerlinie für. Oder aber die D-Linie. Und die D-Linie hat Fame durchaus sehr, sehr gut unterbunden. Und deshalb stecken die Objekte immer noch da vorne fest. Und Trust wird da nicht mehr rauskommen. Von den Hitpoints her sieht es nicht schlecht aus, aber den Kanonen sieht es echt übel aus. Und Trust halt mit einer Artillerie weniger und sie haben auch nicht wirklich Licht. So, Trust versucht es nochmal über die rechte Seite. Ziehen wieder vier Fahrzeuge ran. Könnten sich dort eventuell kurzzeitig ein bisschen Raum gönnen. Währenddessen wird Fame aber hier über die 1, 2, 3 pushen mit den Objekts. Vier Objekts, das wird übel. So, jetzt kommt der Push hier. Ist aber auch nur ein leichter Push, nur drei Fahrzeuge. Man versucht halt, diese Objekte da unten jetzt irgendwie andersweise anzugehen. Und das kannst du halt nur über die K-Linie oder halt über die D-Linie. Die Linie ist aber weg. Und schön, wie Fame hier die linke Seite hält. Ne? Wir haben ein Objekt vorne auf C2, was eigentlich nur dazu da ist, um Licht zu machen und als Bait. Und dahinter stehen halt die anderen drei. Und mit vier Fahrzeugen kannst du die komplette 1, 2, 3, 4 Linie halten. Das ist krass. Vier Fahrzeuge, mehr brauchst du nicht. So, die Objekte ziehen weiter durch. Von Trust sind auch nicht offen. Stefan ist aufgegangen. Nee, wer ist das? Kaizu ist aufgegangen. Aber man hat halt nur eine einzige Artillerie. Und die kann halt nicht überall wirken. Aber Fame hat sich jetzt relativ weit zurückgezogen. Sie müssen halt auch nicht sonderlich viel machen. Und nun ist halt die Frage, können Trust hier unten was gegen die 907er machen, die da oben immer noch rumstehen? Da kam nochmal ein Artillerieschuss, der ging auf Insane. Interessant. Welch random. Ah, weil das steht ja wirklich weit hinten. Sie haben noch 2 Minuten Zeit. Und jetzt kriegen sie sich halt von Schockisch. Ja, Schockisch kann hier reinhalten ohne Ende. Aber auch die 260 hier von Comrade. Und Co. können hier ihren Schaden abfarmen. Oh, das tut weh. Oh, Lithiummangel ist mittlerweile rausgegangen aus der Mitte. Die Objekt 907 sind endlich rausgekommen. Haben halt noch genug Hitpoints, um den zu pushen. Und damit haben wir hier oben... Oh, da haben wir mal Velros. Damit haben wir da oben auf jeden Fall eine Übermacht von Fame auf der linken Seite. Und diese letzten drei verbliebenen Kräfte können da wohl nicht mehr allzu viel machen. Und auch der Push hier unten ist komplett ins Leere gelaufen. Schockisch farmt sich hier gerade ein Wolf. Ich würde mich interessieren, mit wie viel Schaden er nachher rausgeht. Ich tippe auf 4000. Das war einiges. Das waren 1,5 Objekte, die er rausgenommen hat. Und auch hier die letzten verbliebenen Hitpoints von unserem Koma gehen davon. Da ist er raus. 57 Sekunden noch und nur noch 4 verbliebene Kanonen
Für Trust übrig, einer davon ist eine Artillerie. Ja. Ist echt blöd, diese Karte hier von oben zu spielen. Weil sobald da unten erstmal zwei, drei Fahrzeuge drin sind in dieser nördlichen Seite des Sees, ist vorbei. Da kannst du nichts gegen tun. Das ist echt anstrengend. Und das weiß natürlich auch Fame, das weiß auch Trust. Und deshalb wird schwierig. Aber Fame hier machen keinen Unsinn. Ne? Die spielen das wirklich rudimentär runter. Sehr safe. Gefällt mir gut. Machen absolut keinen Blödsinn und bringen das Ding einfach sicher nach Hause. Jetzt haben wir mal Kesu noch sterben sehen, oder zumindest kurzzeitig. Aber das reicht halt nicht. Eine Sekunde, dann ist vorbei. Fame gewinnt die sechste Runde. Matchpunkt. Ich glaube, Schockisch hat das vorhin gehört und deswegen fährt er jetzt nur noch TD. Wahrscheinlich, ja. Würde ihm irgendwer gesteckt haben. Ja, die letzten beiden Gefechte waren... Puh. Ja, na gut, das hier, das war abzusehen, weil die Karte ist einfach echt eine richtig saudoofe Karte. Also hier ein 1-1 zu holen ist machbar, ein 2-0 ist echt schwer. Weil wir haben es gesehen, wie stark diese eine Seite ist. Sobald du da zwei Fahrzeuge rein hast, hast du einfach die komplette Kontrolle über den Gegner und der kann nichts dagegen tun. Ja, er muss so weit angreifen. Er muss unten rechts, da wo die Objekte gerade zum Schluss waren, er muss so weit vor oder halt auf die D-Linie, wo sie halt vertrieben wurden, um diese Objekte überhaupt unter Druck zu setzen. Und ja, das ist einfach ein Map-Design aus der Hölle. Also, wir werden es auch gleich sehen. Fame wird auch ein paar Problemchen haben auf dieser Seite, weil die Karte ist einfach grottenhaft. Ja, die ist so einseitig, das ist unglaublich. Aber gut, da kann man Trust jetzt nicht unbedingt was draus drehen. Ich finde es schade, dass sie den Push unten nicht durchgezogen haben. Ich finde es echt schade. Den ersten Push auf der rechten Seite hätten sie durchziehen müssen. Ja, können wir nachher mal fragen halt, ne, warum sie die beiden Pushs abgebrochen haben. Auch auf Westfield halt, ne, wo sie den Push unten hatten. Warum der eingestellt wurde. Mhm. Aber trotzdem aller Ehren wert. Also definitiv ein anderes Niveau als die anderen Matches, die wir davor hatten. Ja, nur jetzt wird es langsam schwieriger. Man merkt, auf manche Karten sind die Clans nicht so eingespielt, beziehungsweise Trust ist da nicht ganz so stark drauf. Ja. Fame hat sich das hier mit Absicht gesucht, um hier wenigstens mindestens ein 1-0 rauszuholen oder ein 1-1. Und das Schlimmste kommt erst noch, Serene Coast kommt danach. Und Fame muss dort verteidigen. Ja, aber Live Oaks, eventuell letzte Runde für Fame. Sie müssen jetzt nur noch einmal verteidigen und, nee, angreifen müssen sie. Und Trust muss verteidigen, haben aber den Bonus der südlichen Seite und vielleicht können sie daraus was machen. Ich würde es mir wünschen. Und ich hoffe, dass die Trust-Leute da echt nicht den Kopf hängen lassen jetzt. Ne? Man muss nicht unbedingt gewinnen, es geht ja trotzdem nach Russland. Und sie haben auf jeden Fall schon definitiv bewiesen, was sie drauf haben. Und mit Fame zu konkurrieren ist schwer. Ne? Fame spielt auf dem Niveau schon seit 5-6 Jahren, nicht unbedingt immer den gleichen Namen, aber fast die gleichen Spieler. Deshalb, das ist jetzt nicht verwunderlich, dass sie da ordentlich auf den Deckel kriegen. Aber bisher haben die echt eine fantastische Leistung gezeigt und es wäre schade, wenn sie jetzt den Kopf deswegen hängen lassen würden. Und ich hoffe, das passiert nicht. So. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob hier wenigstens mit Favor auf der, mit einer Karte, die wirklich sehr einseitig ist, ob Trust hier nochmal ein bisschen was rausholen kann, vielleicht noch einen zweiten Punkt. Das wäre sehr, sehr schön. Dann hätte ich nämlich richtig getippt. Na los. Letzte Runde. Vielleicht die letzte Runde. Wir werden sehen. So. Trust. 1-6 steht's für Fame.
Und ich hoffe, jetzt gibt es nicht wieder Blau-Rot-Massaker. Trust hier mit einem, guten Setup dafür. Und Fame hier auch wieder mit Stritzwagen und Schockisch drin, ne? Da musste ich aufpassen. So, ich frage mich, ob sie Standard spielen. Standard wäre jetzt hier über die Viererlinie versuchen, so viele Fahrzeuge wie möglich unten in die Gap zu kriegen. Das, was Fame gerade eben auch gemacht hat. Und gleichzeitig den EBR rausnehmen und den TN100, die einem hier garantiert entgegenkommen werden. Oh, Fame denkt gar nicht daran, seine Lights da irgendwie mehr zu supporten. Sie gehen komplett auf die rechte Seite, um den in der Mitte zu erwischen. Haben es aber nicht geschafft. TN100 und EBR sind noch am Leben. Schade, dass man die nicht sieht. Man sieht ja Papa Pavian gerade. Das ist schön. Aber der fährt hinten in der Basis rum. Den will ich gar nicht sehen. Mach weg. Wow. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall bei Trust hier schon mal einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung Map Control. Sie haben ihn bei 260 unten in der Gap. Das ist gut. Allerdings hat Fame damit gerechnet und hat alle Verbände auf die rechte Seite geschickt. Und jetzt hast du halt das Problem, dass wenn du die nicht siehst, kannst du nicht zurückschießen. Und Latzi kriegt er jetzt auch nicht jetzt auf den Deckel, weil der nicht weit genug gefahren ist. Und die beiden hier werden hier gerade massiv unter Feuer genommen, einfach dadurch, dass unten im Süden einfach gar nichts passiert von Trust. Sie haben sich jetzt darauf verlassen, dass die beiden Fahrzeuge da reingehen, aber ne, kannst halt Fame auch nicht machen lassen, was du willst. So, währenddessen haben wir... Oh, Jostra ist raus. Das war gut. Und ja, jetzt ist auch Latzi raus. Also, das hat überhaupt nicht funktioniert, dass da unten zwei Fahrzeuge drin sind, aber sie haben den TN100 noch da drin. Und zwei Objekt 260, die oben die Artillerie bedrohen könnten, wenn sie noch da wäre. Aber so wirklich viel Erfolg hatten sie jetzt nicht. Fame hat halt die komplette rechte Seite. Von K bis oben zur 0. Und trotzdem holen sie sich Kills dadurch. Das ist krass. Das sollte eigentlich nicht passieren. Das ist klar die schlechtere Seite. Es ist klar die schwächere Seite. Und trotzdem schafft es Fame, daraus einen Vorteil zu ziehen. Das ist übel. Auch die beiden 260 oben können im Moment gar nichts machen. Da fehlt immer so der letzte Schritt von Trust nach vorne. So dieser Willen, noch mehr zu holen. Oh, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Schaden auf ihn sehen. Aber auch Jack war, kaum ist er offen, kriegt er auch sofort. Das muss er aber aufpassen hier. Wow. Das sind echt krasse Schüsse, die hier eingehen. Das war gerade im Stritzwagen, ne? Die Dinger, die frontal normalerweise nicht so einfach zu durchschlagen sind, ist einfach mal in die Luft geflogen. Und jetzt kommt Fame hier ein bisschen unter Druck, indem hier nochmal ein kleiner Push von Trust kommt. Aber die fahren halt auch in stehende Kanonen. Und auch hier werden wieder viele Hitpoints weggezogen. 7000 Hitpoints Unterschied. Oh Mann. Ja, das holst du nicht mehr auf. Nee. Fame jetzt auch mit Stritzwagen in der Mitte. Links können sie jetzt die beiden Objekte einfach nur farmen, weil keine Sicht mehr da ist. Und hier unten, die stehen alle jetzt hier wie die Hühner auf der Stange und können einfach nicht mehr raus. Werden von zwei Seiten beschossen. Papa Pavian und Schockisch von der einen Seite. Hier von der anderen Seite. Ja, Schockisch kann nicht mal was machen. Ja. War nochmal ein Versuch, aber es hat nicht funktioniert. Es hat nicht sollen sein. Schade, schade, schade. Ja, sie haben es wenigstens versucht. Das fand ich gut. Mhm. So, Kamil holt sich jetzt nochmal die Artillerie. Das ist bestimmt ein Genuss für ihn. Oh, doch nicht. Schade aber auch. Gut, Fame macht jetzt den letzten Schritt nach vorne. Ist ja nicht mehr viel da. Aber es ist krass, ne? Fame steht Wiener 1 auf den kompletten Bahnschienen. Und da die Mitte halt nicht mehr da ist, weil der Light nicht mehr da ist. Und hier schönes Schild, ne? Oh, schön, das mal zu sehen. Können die halt trotzdem noch Kills aus der schlechteren Position holen. Und das ist halt der Vorteil, den Fame hat. Ne? Diese Übersicht und dieses Selbstbewusstsein ist halt krass. Ja. Fame zeigt, wie man die Karte auch aus der schlechten Position spielen kann. Ja, das war's. Fame, ich gratuliere euch. Vom ganzen Herzen war großartige Performance, die ihr hier abgegeben habt. Oh, schade, dass ihr kaum gefordert wurdet. Aber europäischer Meister mal wieder. Und jetzt geht es nach Russland. Jetzt geht Fame nach Russland. Ist ja auch Weltmeister der Zeit noch. Und dort werden sie zusammen mit Trust anreisen und gegen die zwei besten
großen Clans in Russland antreten. Und ich denke, das wird wieder ein Mischmasch werden aus deren WGL. Ne, hatten wir ja letztes Jahr schon. Die sind ja dann unter dem Banner von Tornado Energy gefahren, obwohl es den Clan ja nicht gibt. Aber naja, wir werden sehen, was uns da alles entgegengeworfen wird in Moskau. Weißt du, wann das sein wird? Nee. Steht auch nicht auf der Seite drauf, ne? Aha. Also, das Turnier. Ich schätze mal Ende Mai, ne? Naja, wir werden sehen. Ja, schade, 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 schade. Die 260 da unten wurden einfach abgefertigt. Fame hat es halt kommen sehen. Das ist ein Standard-Move, den man macht. Und wenn man das nicht unterbindet, ne, im Süden wenigstens irgendwas hinstellt, dann passiert genau das. Und ja, was würdest du da noch sagen? Schade. Also Fame hier welten besser als jede andere Mannschaft, die wir hier gesehen haben, haben wirklich ihr Standardrepertoire gezeigt, haben es runtergespielt und safe nach Hause gebracht. Trust konnte ein bisschen dagegen halten, allerdings nur in 2 Runden wirklich knapp. Und ja, schade eigentlich. Ich glaube, dass so ein bisschen so dieses zweite Himmelsdorf-Gefecht halt, wo du es eigentlich, wo du ausgleichen kannst. Genau. Ne, dass das vielleicht auch so einen kleinen psychischen Knacks irgendwo gegeben hat halt, ne, und ja, es ist halt schwer. Und dann, vorhin wurde ja auch gesagt, ne, den Clan gibt es noch nicht so lange halt, ist alles noch nicht ganz so eingespielt und das merkst du bei Famous halt, die gibt es schon seit ewig und 3 Tagen halt, da weiß einer, was der andere macht. Und dazu muss ich sagen, also ich fand sie super. Also ganz ehrlich, das war das erste Team, was Fame Parole geboten hat. Mhm. Und gib den Jungs nochmal ein Jahr. Ganz genau. Und weil ich es gerade lese, ach hör doch auf, wie kann man in einem Game Weltmeister werden? Ja, wie kann man in einem Sport Weltmeister werden? Ne? Es gibt World of Tanks in Asien, es gibt World of Tanks in USA, es gibt World of Tanks in Europa und Russland. Also durchaus weltmeistertauglich. Und so ist es genau wie im Fußball. Ne?